Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, warte, warte. Hä? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Komm, komm, komm. Oh Gott. Da hab ich wohl ein bisschen zu lange gebraucht. Shit. Okay, ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, weil ich dachte erst, ich muss die Ratten erst ankommen, aber nee, ich muss, glaube ich, die Ratten eher dazu verwenden, dass, naja, unsere Mutter nicht getötet wird. Ich versuche das gleich mal von hier, vielleicht. Warum wird das? Okay, kann ich das? Ja, ich kann es überspringen. Oh, ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mami, Lebewohl, Kleiner. Okay, das hat schon mal funktioniert. Habe ich ihn getötet? Angriff! Tötet sie! Warte! Okay, die sind sehr... Wow, Alter! Oh, mach hin, mach hin! Oh. Okay, das ist gar nicht mal so leicht. Vielleicht sollte ich da wirklich einfach stehen bleiben. Aber mit der Zeit werde ich schon wissen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Gegner kommen, aber ich muss hier, glaube ich, hintereinander einfach wegschnetzeln mit den Ratten. Das ist vielleicht ein bisschen brutal, aber okay. Aber ich muss mich halt nicht wirklich weit wegbewegen. Ich weiß aber trotzdem nicht, warum der hier immer speichert und nicht davor. Aber na gut. Soll mich nicht schucken. Kann ich die gleich hier? Ah, okay, gut. Hä? Okay, ich kann die sofort hier hinlocken. Tötet sie! Kann ich ihn direkt? Ja, kann ich direkt auf ihn hetzen? Okay. Du hast kein Wo sind die nächsten? Du gehörst uns! Was? Mit euch beginnt die Beschwörung! Die Zukunft hängt von euch ab! Bogenschütze! Wie Bogenschütze? Nutzlose Nacken! Eine Belohnung für dich! Nein, 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 nein! Sie reagiert! Macht weiter! Hört auf, ihn zu quälen! Oh, ihr Drecksäcke! Alles sagen, was ihr wissen wollt! Du kommst! Der Junge wird schwächer! Ja! Alter! Verschlinge sie! Die Schwäche verschreitet! Oh Scheiße, da oben sind ja auch noch Ratten. Gegner. Ich bin bereit zu sterben. Hä, warum? Das funktioniert nicht. Hä, da oben ist noch einer? Nein, 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 komm. Oh, boah, Gott sei Dank. Ah! Mach hin! Ich hab die ganze Zeit anvisiert. Ich weiß nicht, aber. Ich weiß nicht, ob er zu weit weg war. Auf jeden Fall war rot gewesen. Mann, Junge. Außerdem dachte ich zwischenzeitlich, der kackt ab, dass ich das zu oft gemacht habe. Sind wir jetzt schon... Wir sind schon wieder an der Stelle, oder? Ja. Okay, ich hoffe, das dauert nicht zu lange. So. Ich mach's kurz und schmerzlos. Okay, so. Gönn dir. Vielleicht will mich das Spiel auch bloß ein bisschen verscheißern, dass ich jetzt Schiss kriege, dass ich das übertreibe. Tötet sie! Ich hab die Warte. Hallo. Nein, erst ihn hier. Okay, warte mal. Jetzt kommt der Bogenschütze. Du gehörst uns. Warte. Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft hängt von euch ab. Und ich habe bloß nicht richtig getroffen. Das kann auch sein. Nutzlose Nacken! Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet! Okay, das passt. Oder habe ich bloß eine gewisse Anzahl an Ratten, weil die häufen sich ja dann immer. Hört auf, ihn zu quälen! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Zu spät! Nun kommt! Der Junge wird schwächer! Boah, Schwein gehabt, Alter! Komm, 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 komm! Okay, hier war noch einer, hier war noch einer. Genug.
Was? Hugo, kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort! Lasst ihn in Ruhe! Was wollt ihr denn noch? Viel mehr! So viel mehr! Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Hugo. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Hugo. Lasst mich allein. Komm, hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Was zum Henker? Okay. Komm schon! Was ich aber seltsam finde, ich dachte, wir müssten uns gleich auf die Suche wieder nach ihm machen. Und ihn dann finden und so, ne? Aber ich denke mal, wir werden schon zu ihm kommen. Und auch unsere Mutter wiederfinden. Warte. Ja, lol, Werkzeug. Mit dir quatsche ich gleich. Ich glaube, Roderick arbeitet im Innenhof. Ah. Ich weiß nicht, weil wir müssen ja noch eigentlich den alten Mann irgendwie, ne? Ist das Schloss ausschalten, immer noch zugefroren? Ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von den Problemen mit der Truhe erzählen? Natürlich. Melly wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Au. Okay. Meine Finger nicht mehr. Und ich glaube, ich kann noch nicht alles das aufleveln, was ich vorhatte. Du fühlst dich auch einsam, was? Na los, nur Mut. Nur noch ein Tag. Noch ein Tag. Ich weiß zumindest, es ist nur noch ein Kapitel. Aber ich weiß nicht, ist eine seltsame Storywendung. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Hier komme ich wieder raus, oder? Ich möchte mich trotzdem auch richtig umschauen, nicht, dass ich hier wieder die Hälfte liegen lasse. Was machst du denn hier? Oh. Mitten im Winter. Hugo hätte dich finden sollen. Wetten, das war die letzte Blume? Ich meine, mir fehlen da eigentlich noch 2, ne? Ich habe ein... Ah, schade, hätte ich wahrscheinlich doch mit Hugo finden können. Sorry, aber das... Ah, Mann. Okay. Steinbrech. Den Steinbrech findet man häufig in kalten Gebirgslandschaften, wo er in felsnischen Schutz vor dem Frost sucht. Er steht für, was? Unausweichlichkeit und Verzweiflung. Sein Name geht auf den Umstand zurück, dass man früher annahm, er könnte bei der Auflösung von Nierenstein helfen. Okay. Okay, gut. Da muss ich mich von dem Gedanken halt verabschieden, dass ich das im LP schaffe. Ich hätte mich mit Hugo einfach besser noch umgucken müssen. Schade. Na gut, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr alle Sammelsachen kriegen können, konzentriere ich mich halt drauf. All diese Sachen. Ich erinnere mich an jeden Ort, an jeden Moment. Ist aber ganz schön wenig. Aber das ist auch meine Schuld. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Die Suppe. Wer war nochmal dran?
Melly? Nein, dafür riecht sie zu wenig nach Pfeffer. Okay. Aber ich würde mal gerne wissen, ob jetzt all unsere Leute noch mitkommen werden. Okay. Oh, das brauche ich auf jeden Fall. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Oh, was kann ich hier noch? Wenn ich wirklich sagen, ja, dann machen wir das noch. Hab's auch leider nicht geschafft, alles aufzuwerten. Ich hätte ja gerne hier noch die Ausrüstung gemacht, aber mei. Ich glaube, das finden wir zu spät Lumpen. Ich hoffe bloß, wenn man das jetzt, na gut, ich hätte vielleicht nicht so voreilig sein sollen. Ich hoffe bloß... So viele Äpfel hatten wir noch nie. Hugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Ich hoffe bloß, dass es so ist, dass wenn man es nochmal im zweiten Durchgang spielt, dass man wenigstens alle Aufwertungen hat. Ich meine, es fehlt nicht mehr viel. Aber... Ja. Ich glaube nicht, dass das großartig schaffbar ist. Warte. Roderick konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Okay. Dann suchen wir ihn woanders. Ich hoffe doch, dass sie mir dabei helfen, unseren Bruder noch zu finden. Und wir müssen ihn auf jeden Fall finden. Und den alten Mann nochmal ordentlich in den Arsch treten. Oh, was haben wir hier drüben noch? Habe ich was vergessen? Okay, das konnte ich, glaube ich, vorher noch gar nicht nehmen, weil wir voll waren. Na gut, gehe ich mal hier runter. Vielleicht komme ich ja hier weiter. Wirklich? Und was wenn... Was wenn, was wenn, was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh, Hi, was ist denn hier los? Amicia. Hey, tut mir leid. Störe ich? Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hör zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Wann immer du willst, Amicia. Ja, dann auf geht's. Ich schätze mal, ich muss hier einfach alles anzündeln, oder? Aber ich habe ja Gott sei Dank... Nee, Quatsch, das war's gewesen. So. So. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir können das von hier oben machen. Unten habe ich ja eigentlich schon alles abgesucht. Ah, das ist trotzdem noch Zeug oder wieder neues Zeug. Jetzt geht ich einen Scheißdreck was an. So. Habe ich hier oben gar nichts zum Entfachen? Darf ich hier nicht runter? Hä, warum darf ich die Leiter... Haben wir da vorne noch eine Leiter gehabt? Jetzt hören wir auf, hier rumzufluchen, Mensch. Ach so, ist er. Ja, Keule. Mach mal was. Bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit dem hier an. Ja, genau. Okay, da war alles. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Hä? Also, wie geht's? Ich fühle mich ganz alt. Gut. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh, das hätte ich jetzt noch fast übersehen, hier die in der Ecke. Da hat auch gerade was noch geblinkt. Oder bin ich doof? Das sollte passen. Okay. Ah. Weh, ich finde hier... Weißt du, jetzt finde ich einen Haufen Lumpen. Wie viele Lumpen brauche ich denn hier für die letzte Aufwertung? 9, das hätte ich wahrscheinlich jetzt schon machen können. Entschuldigung. So, hier fehlen mir... Da fehlt mir Leder. Hier fehlt mir noch ein Lumpen. Naja, gut, vielleicht kann ich die Bänder noch machen. Und hier fehlt mir noch das Gluppe. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was. Warte. Ach nee, das habe ich ja gerade geholt. So, darf ich jetzt eigentlich mal die Treppe runter? Die Leiter.
So, mir reicht's. Alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Ja, er macht da oben schon. Wenn du alles kaputt machst. Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Das ist super. Willkürlich, aber effektiv. So kann man es auch ausdrücken. Schon dabei. So, ich loot hier mal noch eine Runde. Wir kriegen hier echt einen Haufen Gelumpe, ey. So. Ja, gut, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier hinten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die jetzt nochmal irgendwo hin ziehen muss. Aber so können wir wenigstens kein Loot übersehen. Aber voll. Da haben wir noch Schwefel. Schön. Bin ich jetzt schon immer rumgerannt? Oh, toll. Ich dachte, hier gibt es noch mehr. Besten Lumpen. Aber ich habe ja immer noch die Hoffnung. Ja, habe ich nicht vergessen. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass man das im zweiten Durchgang machen kann. So, die Feuerbecken. Nimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Wenn du soweit bist. Leder. Jetzt haben wir 4 Leder. Konnten wir nicht da noch irgendwas machen? Hier brauchen wir. Ah, wir brauchen hier 7 Leder. Jetzt brauchen wir bloß noch 4 Lumpen. Ja, toll. Naja, was? Ich hab doch die Becken. Hier kann ich noch nichts machen. Hä? Welches Becken habe ich denn jetzt übersehen? Da unten? War ich, glaube ich, schon. So, Kollege, was ist los hier? Hey, geht es dir gut? Ja, warum? Das war ziemlich heftig. Die Fußtritte. Mein Vater war auch so. Ich führe nur die Tradition weiter jetzt, da er... Ha, ja. Egal. Wie steht's mit dir? Oh, mir geht's gut. Mir fehlt der Knirps auch. Hey, weißt du was? Wir könnten den Suchradius erweitern. Rodrik, das ist sinnlos. Es ist schon einen Monat her. Bereiten wir einfach den Graben für die Nacht vor. Na gut. Arthur will dich ganz für sich allein haben, stimmt's? Ach, sei still. Liebste Amicia, erlaub diesem verlorenen Giganten euer Herz zu stehlen. Nimm ein Bad. Ich hab mich jetzt schon mal so weit umgeguckt, wo wir vielleicht die am besten die Feuer hinpacken, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier richtig ist. Ganz am Rand stehen. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Die System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, okay, das hat Melly er ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier. Okay, das muss ich also rüberschieben. Ich gehe trotzdem nochmal hier hin. Hey, das sah aber aus, als ob ich das benutzen kann. Nee, egal. Wird schon richtig sein. Kann ich hier einfach so runter? Natürlich nicht. Wo haben wir die Leiter? Und ich muss wieder einmal rumlaufen, ne? Natürlich. Na gut. Anstatt sie da einfach runterspringen. Das ist jetzt, glaube ich, auch getan. Oder war ich hier doch noch nicht? Ja, doch, Fusel. Ich habe alles voll. Okay. Das Feuerbecken da drüben, ne? Und hier war ich nämlich auch schon. Okay, wir kommen jetzt zwangsläufig auch vorbei. Ich würde es echt feiern, wenn ich noch mal 4-mal Lumpen finden würde. Warte. Stell mir nur vor, wie du eine Kuh schiebst. Ehrlich, das war unglaublich. Überall frag Amicia. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Aber ich habe die anderen Bienen jetzt gar nicht gesehen. Ich dachte, die wären hier vielleicht, aber... Hm. Okay, Werkbank, juhu. Aber nichts, was ich... Oh, warte mal. Ist das neu? Werkzeug und Lumpen. Oh Mann, jetzt könnte ich mir selber in den Arsch treten, dass ich... Ne? Dass ich vorher nicht da alles hergestellt habe, dann hätte ich jetzt wenigstens eine Sache komplett herstellen können. Shit. Gut, ich bin fertig. Stimmt was nicht?
Arthur! Amicia! Lau! Komm rein! Ach du Fuck. Wie konnte der Graben überlaufen? Das ist noch nie passiert. Scheiße! Wann ist immer das erste Mal? Wo komme ich jetzt hier hin? Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutzt dein Feuerwerk. Ich bahne dir auf meiner Seite einen Weg. Okay. Also muss ich das Ding jetzt schon wieder anzünden, oder was? Okay. Rätselspielchen von vorne, aber das haben wir das letzte Mal ja auch vernünftig gelöst. Hat zwar, ja, schon fast eine ganze Folge gedauert, aber hey. Hey, ja. Sie formieren sich neu, sie wollen die Feuer löschen. Oh, Dreck. Amicia, ich hab kein Ignifer mehr. Ich kann nichts mehr tun. Ich schaffe das. Das ist nicht das erste Mal. Typ, ey. Aber das Ding ist, ich sollte vielleicht hier nochmal ein bisschen mehr herstellen, ne? Na, hier, komm. Unten finden wir bestimmt nochmal. Nein, schnell! Nein. Was sagen? Oh, fuck. Warte, warte. Sind die jetzt oder haben die... Oh, Schwein gehabt. Hä? Super funktioniert. Sie haben die Leiter zerstört. Ich muss zu sehr auf den Ball. Heilige Scheiße! Hast du nicht gesagt, dieser Ort wäre sicher? Das war er auch. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss zur Leiter im roten Bereich. Sonst sterbe ich hier. Amicia, ich schicke dir einen Feuerwerk drüber. Versuch es zu erreichen. Wo denn? Ich werde auf dich. Oh, natürlich da drüben. Wo die sich formieren oder was? So, könnt euch. Hä, wo? Wo? Alter. So? Wo? Warum? Wo ist denn zündet das Feuerbecken? Komm schon, du hast schon Schlimmeres überstanden. Ja, ja, klar. Nur vorsichtshalber. Ach, komm hier. Ich weiß ja auch, warum ich so wieder so viel Schwefel gefunden habe. Die immer noch finde. Boah, Alter, Alter, was war gerade mit meiner Schleuder los? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Boah, leck mich. Hä? Sehe ich's nicht? Was denn wohl? Ach, das hier. Oh, Mann. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ist das jetzt die Treppe im roten Bereich oder nicht? Ja, geschafft. Endlich. Herr im Himmel. Ich dachte schon, das war's. Alles in Ordnung? Ja, danke. Jetzt liegt es an dir. Der Feuerwerk war auf deiner Seite. Ich bringe dich hin. Wie kommst du voran? Gut. Oh, lieber warte. Hier oben als da unten. Oh Gott. Warte. Nur Polizeiber. Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so. Wie kann das sein? Bist Woher du? Soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie angreifen. Na, hör mal. Das sind Ratten, keine Engländer. Aber sie wissen, was sie tun. Das habe ich erst einmal gesehen. Scheiße. Wir zu Hause, haben auf dem Land sind. Scheiß nicht ändern, das kriegen wir schon hin, Junge. Wir sind der Master auf Ratten, also komm. Schwing deinen Arsch hier runter. Oder muss ich erst das Becken da für dich anzünden? Warte, warte, warte. Ja, kommst du jetzt? Danke. Bitte. Ich muss sie wahrscheinlich. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Überlass das mir. Das gefällt mir nicht. Ich kann nicht schneller. Wo? Hä? Wo? Wo sind die durchgebrochen? Ach, da hinten. Ach so, die haben bloß das Feuer ausgemacht. Na, okay. Also, ich habe noch nicht mal angefangen und ich kann nicht schnell. Ja, ja. Bloß, ich dachte, ich muss den jetzt hier vor dem Schwarm schützen. Was ich wahrscheinlich auch muss, wa? Entschuldigung. Hier.
Alter, ich wollte gerade sagen. Ich bin da. Wir haben es fast geschafft. Los! Danke. Du verdienst einen Orden. Dankeschön. Ist in Ordnung. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ich hoffe, ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Amicia, sie sind keine Kinder mehr. Sicher sind die reingekommen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich ich gesagt, das wäre ich jetzt lieber ganz so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. So, auf geht's. Geht es euch gut? Nein. Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Hier lang! Schnell! Geh! Tu, was getan werden muss. Hugo! Los!